Freunde, herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal The Binding of Isaac Afterbirth. Es geht weiter mit den Challenge, lassen wir jetzt erstmal. Ja, wir machen einen normalen Run. Wir können. Wollen wir Azazel mal nehmen? Komm, Freunde, wir fangen mal mit Azazel an. Azazel ist ehrlich gesagt mal mein Lieblingscharakter hier, denn er hat Boom. Er ist nice. Er ist auch recht stark direkt am Anfang. Und kann man auf jeden Fall mit arbeiten. Da ist ein Stein. Guppies Collar. Gibt quasi noch mal einen, also so ein Art Zusatzleben dazu. Sehen wir oben links, dass die Nummer 1 mit dem Fragezeichen dran. Ja, ist halt schon vorteilhaft, ne? Hier haben wir. Oh. So. Wir machen die Ebene noch komplett, denn ich vermisse noch den goldenen Raum. Da haben wir ihn. Da haben wir ihn. Und wir kriegen einen Poison Touch. Quasi eine Spritze. So, los. Ah, ich habe Schaden genommen, Mann. Was ist das denn hier für eine Pille? Okay, gibt mir halt einfach nur Leben, Bad Gas und The Fool benutzen wir. Dann nehmen wir nämlich keinen Schaden, wenn wir aus dem Stachelraum wieder rausgehen. Warte mal, ist hier hinten noch was? Ja, ein Feuer. Aber es ist nichts drin. War klar. Wir brauchen Lack-up. The Duck Up Fleece. Ja, der macht halt solche komischen Fliegen. Ist auch einer der leichteren Gegner. Speed and Range. Oh, Little Baggy. Aha. Haben wir freigeschaltet, Freunde. Also, selbst in einem Run kann man was freischalten. Man muss keine Challenge machen. Aber in den Challenge schaltest du halt am meisten frei. Und am meisten Items machst du halt echt in den im Greek Mode frei. Das, was ich schon mit euch zusammen gemacht habe, mit Isaac. Also mit Isaac. Was eigentlich direkt am Anfang schon gefruchtet hat. Und weiter geht's. Oh, überall nur Feuer. Ich will Gegner haben. Und goldenen Raum und Guppy-Items und generell Damage-Items. Ich will stark sein. Ich will. Na. Was ist das denn hier? Was ist das? Frag mich nicht, was das ist. Aber wir sind schnell und stark. Also ein bisschen stark. Aber schnell sind wir. Wir sind richtig schnell. Freut mich. Ein bisschen Range Up wäre auch noch nice. Was haben wir hier? Ah, wir kriegen 3 Fliegen dazu. Und wir bekommen Dingel. Oh, Koloss, komm, schieß. Jetzt bin ich wieder dran mit Schießen. Jetzt du, jetzt ich wieder. Oh. Warum nehme ich denn Schaden? So, weg mit dir, Monstrous 2. Und kein Devil Deal. Oh, viele Sachen. Full Health. Was haben wir hier? The Moon. Und was ist das? AA-Batterie. AAA-Batterie. Oh. The Moon werde ich, glaube ich, jetzt direkt benutzen. Komme, glaube ich, in einen Geheimraum. Ohne zu sprengen. Werden, glaube ich. Entweder kommen wir in den goldenen Raum oder in den Geheimraum. Ne, es ist ein Geheimraum.
Ja, auch nicht schlecht. Boah. So, weg. Ach, die Flammen. Ah, hier meine komischen Knochenwerfer sind auch wieder mit am Start. Hier einmal die ganzen Flammen ausmachen. Ja, mit dicke Kugeln. Also dicke Fledermäuse würde ich mal eher sagen. Boah, fast getroffen. Nein! Freunde, ein halbes Herz haben wir nur noch. Das sieht nicht sehr gesund aus. Und wir brauchen... Ja, wir brauchen Leben. Nein! Freunde, was war das? Achso, genau. Wir haben ja... Guppies Dings. War jetzt unser Glück. Opal. Na, ich krieg das Kotzen. Ja, Ende. Das war Ende. Wir probieren's mit Isaac. Wenn's mit Assassin nicht klappt, dann klappt es aber mit Isaac. Mit Isaac laufen wir halt ganz normal. Was ist das hier? Nehme ich mal mit. Ach du Scheiße. Nee, Alter, das möchte ich nicht haben. Ich schieße halt, also ich kann einmal so schnell schießen und ich kann meine Tränen so sparen und dann alle auf einmal losschicken. Oh, Leute, nee. Obwohl, ist nice. Retro, oh, Kacke. Ja, es geht auch gleich wieder weg, aber es kommt auch wieder. Es kommt halt immer random jetzt. Morgen habe ich eine Sehnenentzündung. Ich sag's euch. Weil ich nämlich jetzt für jede Träne, die ich schieße, extra drücken muss. So, hier haben wir noch ein Herzchen. Ja, und das ist nämlich das, was ich gerade meinte. Es kommt halt immer random. So, jetzt haben wir hier Larry Jr. Hier geht es eigentlich recht gut. Wenn er mir mal folgen würde. Ja, der folgt mir nicht. Ach. Ja, nimm Schaden. Folgt mir doch mal. Ach. So, erste Larry ist weg. Ja, Mann, dass die immer so hin und her rennen müssen, Los, komm. Hat doch geklappt, da. Wir bekommen ein Lolli, Freunde. Ein Schnuller bekommen wir. Bringt Herzen. Oder eins nur? Ne, eins. Ein blaues Herz bringt es. Aber, haben oder nicht? Butterbean. Freunde, Butterbean haben wir freigeschaltet. Sagt mir auch nichts. Ich glaube, das gab es auch schon in den Rebirth, also in dem Teil davor. Bin mir aber nicht ganz sicher, aber das sind so Sachen, die man halt direkt am Anfang freischaltet. Oh. Nicht in meiner Nähe explodieren, Freunde. Mann. Ich sag's euch jetzt schon, der Run wird auch zum Kotzen. Aber ich gebe nicht auf, ich gebe trotzdem mein Bestes. Mit den passenden Tränen kann das sogar noch eine richtig geile Combo geben. Aber nicht so. So ist scheiße. Oh, bum, 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 bum. Immer mal drauf. So, hier werden wir mal sprengen. Jawohl. Ah. Bringt mir rein gar nichts. Bringt mir nichts.
Da suchen wir, ja, da haben wir ihn ja schon, den goldenen Raum. So. Das hier ist, okay. Was soll das hier sein? Poison Tears. Okay. Gucken, wie sich das so auf die Gegner auswirkt. Ich glaube, die werden benebelt werden. Glaube ich, wenn das die sind. Ja, die werden grün. Vergiftet. Die werden einfach mal eiskalt vergiftet, glaube ich. So. Och, fast in die Stachel gerannt. Ja, einen Shop brauchen wir noch nicht. Mit 0 Münzen. Was willst du ja kaufen? Oh, und der schon wieder. Ach Mann, hätte auch da bleiben können. Von einer eigenen Bombe getroffen werden. Du Molocke. Ja. Und noch nicht mein Devil Deal. Wie denn auch? Dritte Ebene. Wir sind kein Stückchen stark. Jetzt muss es knallen hier. Jetzt muss es hier richtig knallen. Bum 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 bum. Komm mal, gib ihm. Jawohl. Lack ab. Warum? Das war noch eine Münze. Warum kriege ich denn jetzt durch eine Münze einen Lack ab? Klar, ist das nicht schlecht, aber hätte mir auch Damage geben können. Wenn ich mir jetzt schon aussuchen dürfte. Was ich ja leider nicht kann. Ah, ich bin... Ach, Mann. Ich habe mich hier an so einem komischen Ding festgehangen. Aber da haben wir den goldenen Raum. Ich hoffe, wir kriegen jetzt hier echt mal was Nices. Was ist das? Plop, Alter. Wow. Wir können jetzt in jeden Raum einmal scheißen. Ob das Spaß macht, weiß ich nicht. Tut mir sicher doch irgendwann mal weh. Ach. Warte mal. Achso, okay. Was habe ich jetzt gerade bekommen? Lack ab oder was? Da können wir nicht hin. Mir fehlt ein Schlüssel. Hoffe ich doch mal, dass wir hier einen Schlüssel bekommen. Nein. Are you Wizard? Ja, am Arsch. Das Spiel gönnt mir nichts. Und schon wieder so viele Herzen. Da unten haben wir noch einen Raum. Ich brauche Schlüssel. Ich brauche ganz viele Schlüssel. Nein, hier nicht rein. Da hinten muss ich rein. Hier muss ich nach oben. Und da nach rechts. Was für Riesendinger sind das denn hier? Boah, ich dachte, er macht auch solche komischen großen Tränen dann. Ah, das ging ja noch. Ich dachte, desto größer die sind, desto mehr halten die aus. Aber anscheinend ist das dann ja doch nicht so. Ach genau. Ha. Ich kann ja noch scheißen. So ein unnötiges Item, echt. Klar, es macht Sinn, wenn du diesen Kackhaufen unten links hast, damit du halt mehr Glück in Scheiße siehst. Aber sonst ist das doch zum Kotzen. So, und jetzt, Alter, gib ihm. Los, 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 los. Ja, ich glaube, einzeln schießen macht schon mehr Sinn. Hast du, glaube ich, wenn man es mal so hochrechnet, auf eine Minute mehr Tränen, wie als wenn du erst eine Minute wartest und dann losschießt. Bah, Junge.
Ach. Los, komm, Junge. Ich will weiter. Ich möchte doch einfach nur weiter und Damage bekommen. Und ein Devil Deal. Kriege ich hier aber auch nicht. Oh, Shot Speed. Ah. Schießt quasi jetzt noch schneller. Nice. Aber bringt mir halt jetzt gerade auch nicht sehr viel. Weil ich halt jetzt schneller drücken muss. Mit meinem Daumen auf die Taste. Mein Daumen tut auch schon weh. Aber erstmal machen wir Kekkerle. Aber wir kriegen in der Scheiße nix. Opala. Fast gestorben. Also nicht gestorben, aber Schaden genommen. Weil ich immer so mega schnell in irgendwelche Räume renne, ohne erstmal zu gucken, was es da überhaupt gibt. Au, schwarzes Herz. Das ist nice. Ich sehe... Hoppala. Oh, Arsch, mein Gott. Und schon wieder eine unnötige Bombe bis jetzt. Oh, hier. Oh, guck mal, ich mache sogar mit Kekkerle, mit den kleinen Kekkerles hier. Großkeckerle macht Kekkerle und Kleinkeckerle macht auch Kekkerle. Komm, Schlüssel. Nein. Aber ich kann jetzt hier zweimal Kekkerle machen. Macht halt keinen Sinn. Das macht einfach mal so hart keinen Sinn. Vom Damage her sieht so aus, als wenn ich stark wäre. Bin ich aber kein Stückchen. Es ist halt einfach nur meine Fire Rate, die recht gut ist. Was natürlich noch stärker geht. Ich habe vor kurzem mal mit meiner Partnerin im Koop Isaac gespielt. Ey, und das war echt ein richtig geiler Run. Also solche Runs bekommst du echt nur einmal in langer Zeit. Und der hat echt Spaß gemacht. Wir sind in den Raum reingegangen und schwupps, wir haben noch nicht mal gesehen, welche Gegner da waren. Und so einen Run hätte ich auch gerne mal hier so für euch. Boom. Los, komm, öffne dich. Jawohl, jetzt du. Und boom. Weg. Ah, hier, Kekkerle. Kekkerle mache ich gleich auch noch. Ja, Kekkerle gemacht. Und nochmal Kekkerle. Ja, uns bringt der Shop nichts. Den Schlüssel, den ich nämlich jetzt habe, möchte ich nämlich sehr, sehr gerne für den goldenen Raum haben, den wir da rechts jetzt gerade haben. Ja, unsere Karte sehen wir leider nicht, weil wir Amnesia-Pille genommen haben. Ja, wenigstens ein bisschen was. So. Keine Ahnung, was es jetzt gemacht hat, aber irgendwas Sinnvolles macht es wohl. Oh, Pillen. Bomben kriege ich en masse. Münzen kriege ich en masse. Aber nichts mit Damage oder Schlüssel. Jetzt kommt Chubb. Obwohl, Chubb kann ich leicht füttern mit Bomben im Magen. So. Dann frisst er die nämlich. Oh nein. So. Den großen habe ich fertig. Und da ist der... Also. Little Chubb habe ich jetzt bekommen. Oh, wir kriegen noch mehr Bomben. Brauche ich doch nicht. Das wird gleich so ein Kampf bei Mamas Fuß. Na egal. Ich habe gesagt, wir geben nicht auf. Wir ziehen den Run hier zu Ende, bis es nicht mehr geht. Bis wir irgendwann mal sterben. Aber gibt der mir jetzt irgendwas? Nee. Macht er meine Herzen voll, wenn ich
quasi Schaden hätte an so einem Herzcontainer. Hoppala. Mittelkeckerle in Schwarz. Jetzt kleine Kugelhupfer. Boah, mein Daumen tut echt schon weh und ich sag's nicht einfach nur, weil es witzig ist oder so. Der tut echt schon richtig krass weh. Richtig unangenehm. Komm. Mach. Herrje. Das geht doch besser. Was für ein beschissener Raum. Schon wieder eine Bombe. Das Spiel weiß, glaube ich, nicht, dass man kleinen Kindern keine Bomben geben darf. Machen nur Unfug damit. Oh, der darf nicht allzu nah an mir sterben, genau, weil er nämlich Aua macht. Schon wieder eine Bombe. Ein Herz. Freunde, ich brauche keine Herzen oder Bomben oder was weiß ich. Boah, Damage, Damage, Damage. Von jedem bisschen was. Aber von Bomben und Herzen habe ich schon genug. Alter, hammerhart. Habe ich irgendwie einen Fluch oder was? Ja, also hier im Spiel kannst du auch Flüche bekommen. Da sind Schüssel. Gucken, ob ich das... Ja, Lucky Rock. Nice. Ja, wenn, dann meint das doch hier auch schon mal. Alter, jetzt geht's aber rund hier. Oh, Münzen, Münzen, Münzen. Freunde, wir können gleich in den Shop gehen und sowas von shoppen gehen. Wir können Geld ausgeben, Mann. Sicher kriegen wir aber auch nichts Sinnvolles da. Luck up. Ja. Dann möchte ich aber gerne mal... ein paar Schlüssel, so. Jawohl, Alter. Warum beschwere ich mich überhaupt? Klappt doch. Und da geht's so schon wieder los mit den Bomben. So, hier in den Shop, in den Dings. Was ist das denn hier Schönes? E-Teleport. Soll ich das mal benutzen? Ich benutze es mal. Oh. Ob das jetzt so schlau war, weiß ich nicht. Aber ich habe mir quasi den Weg gespart. Wo ist denn der Shop? Hä? Ah, hier, übersehen. Stein mit dem... Mit dem Kreuz. Mir fiel gerade echt der Name nicht ein. Ach, der Shop ist ganz unten. Aha. Hier ist er. Guck. Alles um 50-50. Ob das sehr viel Sinn macht, weiß ich nicht. Spiel ist ja, also der Run ist ja gleich schon vorbei. Ah, hier ist auch noch was Nices. Ja, genau. Lass dich kaputt sprengen von meinen Bomben. Du Mistvieh. Ah, und Schaden. Schaden, den ich nicht machen kann, weil ich viel zu schwach bin. Und schon wieder. Quasi das, was ich bei FIFA mit den Ballverlusten habe, habe ich bei Isaac mit dem Schaden nehmen. Das wird ja noch mal richtig witzig. Also ein Charakter kannst du halt freischalten, wenn du über zwei komplette Ebene keinen Schaden nimmst. Wird hart. Ich glaube, dann kriegst du Judas, glaube ich.
Jawohl! Mein Gott! Läuft! Ach, und wir kriegen nur so eine Billigfigur. Ja. Egal, nehmen wir mit, damit wir ihn wenigstens haben. Und rein geht's. So, wir sind in der letzten Ebene. Ah nein, die machen ganz doll Schaden. Die tun einem richtig weh. Ah, hier, Freunde. Gebt euch die. Gebt euch die Würmer. Sollen das Bandwürmer? Also, ich habe mal geguckt. Was? Ach, Laber. Nice. Oh. Ach, ja, okay. Sind eigentlich recht nice Schüsse, aber in dieser Combo halt rein gar nicht. Das wird doch nix. Das wird nix, Freunde. Ich reich Rente ein. In Shop gucken. Eine Karte. The Sun nehmen wir auf jeden Fall für später mit. Was haben wir hier noch? Judgment. Benutzt. So ein Bauernding. Aber oh, King Schüssel. Nochmal rerollen. Speed down, ja, wunderbar. Aber jetzt sind wir auch blank. Ob das so nice war? Ja. Boah. Also wenn ich jetzt noch sterbe, ne? Dann liegt das aber auch nur an diesem komischen Laser. Ja, und oh, jetzt ist er weggegangen. Jawohl. Ja, an die Pille komme ich ja leider nicht dran. So. Und jetzt du. Also langsam habe ich mich so ein bisschen eingearbeitet hier in den Laser. Mittlerweile finde ich den sogar mega nice. So. Und stirbt. Und du auch. Hier holen wir uns noch mal ein bisschen was. Und dann würde ich sagen. Ah ne, warte mal. Wir haben ja noch einen Raum. Ach komm, scheiß auf den einen Raum. Der macht uns jetzt auch nicht sehr viel stärker. Wow. Und wow. Oh. Ja. Ja, los, komm, weg mit euch. Ich bin kein Stückchen stark, Mann. Das führt doch nichts. Das geht doch sowas von in die Hose hier. Aber Hälfte von Muttern habe ich ja schon. Fehlt dann halt nur noch die andere Hälfte. Ach ja, genau. Mach ruhig deine Gegner selber tot. Obwohl, geht eigentlich, ne? Der Laser zieht recht viel ab. Aber es ist halt nur scheiße, mit dem zu schießen. Jawohl. Da haben wir's. Wir haben den Isaac ersten Run. Was cornered. Fertig. His mother, fueled with the desire to serve her God, was bearing down on Isaac. I will do it.
as I'm told, my lord. I love you above all else, Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. Da strahlt er. Oh oh. You unlock the Womb. 20. Challenge. 21. Challenge. 22. Challenge. 25. Challenge. 28. 29. Oh komm, setz noch einen drauf. Und da ist die 30. Oh, sogar noch was. Alter, was ist das denn? Jetzt nimmt doch gar kein Ende mehr. Freunde, eine scheiß Combo, aber wir haben es trotzdem geschafft. Wir haben viele Sachen frei. Leute, guckt euch das mal an hier. Wir haben das hier alles freigeschaltet. Kann man auch auf jeden Fall mal mit leben. Werden wir auch noch mal zeitnah mal reinschauen, was das alles so für Challenges überhaupt sind. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Wir haben Muttern das erste Mal tot gemacht, umgebracht. Und ich finde, dafür kann man auch mal ein Like da lassen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert meinen Kanal, damit ihr die nächste Folge von The Binding of Isaac nicht verpasst. Schaut in meine anderen Playlisten rein. Es ist mit Sicherheit auch noch genügend was für euch dabei. Tobt euch auf meinem Kanal aus. Und ich hoffe, ich konnte euch unterhalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.